Nachricht an Putin von Anonymous. Wir sind in dem Zimmer, in dem Sie schlafen. Die weltberühmte Hackergruppe Anonymous hackte die Zentralbank von Russland und schickte eine Nachricht an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Anonymous sagte: Wladimir Putin, kein Geheimnis ist sicher. Wir sind überall. Wir sind in deinem Palast. Wir sind da, wo sie essen. Wir sind an ihrem Schreibtisch, in dem Zimmer, in dem sie schlafen, sagte er. Nach den Angriffen Russlands auf die Ukraine hat die international bekannte Hackergruppe Anonymous, die viele russische Staatsseiten, insbesondere den Kreml, gehackt hat, um die Ukraine zu unterstützen, dieses Mal die russische Zentralbank gehackt. In der Videoerklärung von Anonymous, die mit der Veröffentlichung von mehr als 35.000 Dokumenten, einschließlich geheimer Vereinbarungen, begann, betrug die Größe dieser Dateien 28 GB. Anonymous gab an, dass sich in den Dateien, die auf einigen Websites geöffnet werden, sehr wichtige Dokumente, einschließlich besonderer Vereinbarungen, befinden. Nach den Angriffen Russlands auf die Ukraine hat die international bekannte Hackergruppe Anonymous, die viele russische Staatsseiten, insbesondere den Kreml, gehackt hat, um die Ukraine zu unterstützen, dieses Mal die russische Zentralbank gehackt. In der Videoerklärung von Anonymous, die mit der Veröffentlichung von mehr als 35.000 Dokumenten, einschließlich vertraulicher Vereinbarungen, begann, betrug die Größe dieser Dateien 28 GB. Anonymous gab an, dass sich in den Dateien, die auf einigen Websites geöffnet werden, sehr wichtige Dokumente, einschließlich besonderer Vereinbarungen, befinden. Putin ist ein Diktator, Anonymous sendete harte Botschaften an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und sagte in seiner Erklärung über das Hacken der Zentralbank von Russland: Hallo Bürger der Welt. Putin treibt das russische Volk seit Jahren in den Hungertod. Putin stoppte die Medien und bestrafte die Dissidenten. Während er sich in den Gemächern des Kremls amüsierte, litten die Menschen in Russland wirtschaftlich. Wladimir Putin ist ein Lügner, ein Diktator, ein Kriegsverbrecher und ein Kindermörder. Putin und seine oligarchischen Freunde führen zusammen mit Waffenhändlern die Welt in die Katastrophe. Auf Befehl Putins wurden in der Ukraine tausende Zivilisten und Unschuldige getötet. Hunderttausende Ukrainer wurden vertrieben. Krankenhäuser, Schulen und Unterkünfte wurden bombardiert. Kinder verloren ihre Familien, Familien verloren ihre Kinder. Wladimir Putin, denken Sie daran, was wir Diktatoren in Nigeria, Chile und Nicaragua angetan haben. Denken Sie daran, wie wir Israel, die Vereinigten Staaten, Europa, Mastercard, SARS und alle anderen Kriegsunterstützer bestraft haben, sagte er. In Fortsetzung der Erklärung schickte Anonymous auch eine Nachricht an den russischen Präsidenten Putin: Wladimir Putin, kein Geheimnis ist sicher. Wir sind überall. Wir sind in deinem Palast. Wir sind da, wo sie essen. Wir sind an ihrem Schreibtisch, in dem Zimmer, in dem sie schlafen. Jetzt, wir teilen tausende von Dokumenten, die der Zentralbank von Russland Land gehören, Vereinbarungen, Korrespondenz, Geldüberweisungen, Geschäftsgeheimnisse ihrer Oligarchen, Realwirtschaftsberichte, die sie der Öffentlichkeit vorenthalten, Handelsabkommen, die sie mit anderen Ländern unterzeichnet haben, ihre Erklärungen, Informationen über ihre registrierte Unterstützer, Konferenzvideos und die von ihnen verwendeten Programme. Die NATO, die USA und die Europäische Union, EU, sind Lügner. Sie wollen nur die Menschheit versklaven. Sie alle haben Geschäfte hinter verschlossenen Türen. Unschuldige auf der ganzen Welt sind nicht allein. Wir sind sie. Sie sind wir, die Kontrolle übernehmen. Wir stehen mit den Unschuldigen. Wir dulden keinen Krieg und keine Ausbeutung. Wir sind anonym. Wir sind eins. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Warte auf uns, sagte er. Es wurde festgestellt, dass Anonymous mehr als 35.000 Dateien, die der Zentralbank von Russland gehörten, über die Internetseiten geteilt hat, die Daten aber auch auf andere sichere Websites hochgeladen wurden, um eine mögliche Sperrung zu verhindern.
Es wurde festgestellt, dass, während viele Menschen begannen, auf die vertraulichen Dokumente zuzugreifen, die über die von Anonymous geteilten Websites heruntergeladen wurden, die relevanten Personen begannen, ihre Inhalte zu analysieren.